Also, so wie ich das sehe, bricht der Laden nun doch bald auseinander. Wenn die Griechen weiter glauben, allen anderen auf der Nase herumtanzen zu können und damit durchzukommen, ja, dann kommen als nächstes die Spanier, die Italiener und dann ist hier bald Schluss mit Europa. Das können Sie mir glauben. Aber, meine Liebe, ich glaube, Sie sehen das nun doch etwas zu drastisch. Wollen Sie noch einen Schluck Wein vielleicht? Ja, sehr gerne. Zum Wohle. Zum Wohl. Ich muss Sie wie so oft einmal darum bitten, die Dinge etwas aus der Distanz zu betrachten. Besehen Sie sich das Ganze doch mal aus der historischen Perspektive. Gerade das tue ich doch. Gut, das Römische Reich hat eine ganze Weile gehalten, aber schlussendlich ist es auch in die Brüche gegangen. Das Fränkische Reich, das Reich Napoleons, auch an seiner Größe gescheitert, wenn da nicht die Geschichte mit dem Scheunentor diesen Europafanatikern winkt. Sicher, meine gute Frau Kestle. Aber bedenken Sie doch nur, wie weit es die Europäische Union in ihrem Einigungsprozess bereits geschafft hat. Da gibt es ganz andere Ideen und Konzepte, die es zu weit weniger gebracht haben. Denken Sie doch mal an die Afrikanische Union, die es bis heute nicht über ihre Kinderstube hinausgebracht hat. Oder den Panslawismus, der kaum mehr war als eine fixe Idee von ein paar Intellektuellen. Entschuldigen Sie bitte, mein lieber Herr Obrecht, der Panzler was? Ach, geschätzte Frau Kestle, sollte Ihnen diese interessante Blüte, die das 19. Jahrhundert im östlichen Europa trieb, denn gänzlich unbekannt sein? Ich fürchte ja, aber bitte klären Sie mich doch auf. Ne descere Cessa, wie der gute Cato zu sagen pflegt. Also gut, aber entschuldigen Sie, wenn ich etwas aushole. Sie kennen mich ja. Gewiss, gewiss. Omnia tempus habent. Zunächst müssen wir uns einmal die Situation und den Geist des 19. Jahrhunderts in Europa vorstellen. Wir befinden uns nach der Französischen Revolution und den Napoleonischen Kriegen. Der Wiener Kongress versucht mit Not, die alte Ordnung wiederherzustellen. Aber der kleine Bonaparte hat das alte Europa schon gründlich durchgeschüttelt. Auch unter den Intellektuellen Osteuropas hinterlässt diese Zeit ihre Spuren. Man kann ja fast von einem politischen Erwachen in jenen Jahren sprechen. Gleichzeitig keimen bei den deutschen Nachbarn einige ganz neue Ideen auf. Die Künste werden durch den Geist der Romantik beherrscht. Aber auch neue politische, quasi nationalromantische Ideen, wie der Pangermanismus, kamen auf. Ah, das habe ich nun schon einmal gehört. Also ein Staat, in dem alle vereint sind, die Deutsch sprechen. Kommt da nicht auch später die Idee der großdeutschen Lösung her? Ja, genau, sehr richtig. Und ein ähnliches Prinzip verfolgt auch der Panslawismus. Dieser verkündet nämlich auch die Verwandtschaft ganz verschiedener Völker einzig aufgrund der Ähnlichkeit der Sprache, ohne Rücksicht auf die staatlichen, historischen oder religiösen Hintergründe zu nehmen. So, und in diesem Falle also die Verwandtschaft aller slawischsprachigen Völker. Das heißt also ein Staat, in dem Russen, Polen, Tschechen, Slowaken und Ukrainer einen Staat bilden? Nun ja, fast. Erstmal haben Sie nur die ost- und westslawischen Volksgruppen berücksichtigt. Vergessen Sie nicht die Südslawen. Serben, Slowaken, Bulgaren, Kroaten, Bosnier und die Mazedonier. Auch die gehören zur großen slawischen Familie. Und gleich ein ganzer Staat muss es auch nicht sein. Die Forderung der Panslawisten kann auch erst einmal nur ein verstärkter kultureller Austausch sein. Aber reicht durchaus auch bis zum gemeinsamen Großreich. Ausgedacht hat sich das übrigens Johann Gottfried Herder, Busenfreund Goethes und Weimarer Klassiker. Der sagt damals schon, dass die Muttersprache der entscheidende Faktor für die Zugehörigkeit zu einer staatlichen Gemeinschaft ist. Aufgeschrieben hat er das schon 1774 in seinem Buch Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Darin gibt es auch das sogenannte Slawenkapitel. Da ergeht er sich unter anderem breit und philosophisch über das slawische Volk. Er beschreibt es als von hoher Sittlichkeit, entwirft da ein Idealbild von einfachen, bäuerlichen, friedlichen Leuten und setzt die germanischen und romanischen Völker als schon völlig von der Natur entfremdet dagegen, ja als dekadente Kriegstreiber. Höre ich da nicht etwas den alten Rousseau durch? Gut erkannt. Der hat Herder hier sicherlich beeinflusst. Aber er ging noch weiter. Er hat sogar vorausgesagt, dass die Slawen, wenn sich nur einmal freie Nationen bilden würden, allein durch ihre schiere Zahl die Führung in Europa übernehmen würden. Gewagte These. Haben Sie sich denn diese Prophezeiung auch zu Herzen genommen? Na, das dauert noch ein bisschen. Erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts kommen dann die Ideen Herders langsam in der slawischen Welt an. Gleichzeitig mit den aufkommenden Forderungen nach eigener Nationalität und Sprache in ganz Europa. Wenn Sie sich jetzt noch mal vor Augen führen, dass zu dieser Zeit Böhmen, Slowenen, Kroaten,
noch unter der Herrschaft Österreich-Ungarn sind und die Polen von Russen und Preußen und die Slawen im Süden noch von den Türken beherrscht werden. Da können Sie sich ja selbst denken, dass da eine Idee von einem Europa unter der Herrschaft aller Slawen ganz gut ankommt. Das kann ich mir vorstellen. Aber warum haben Sie sich denn nicht zusammengerauft und wirklich mal das Heft in die Hand genommen? Ja, meine liebe Frau Kästle, vielleicht stellen Sie sich das noch etwas zu einfach vor. Bedenken Sie doch mal die Situation zu dieser Zeit. Nehmen wir einmal die Slawen in Österreich-Ungarn. Hier hat sich unter Maria Theresia durchaus die Bildung und der Lebensstandard verbessert. Man ist in gewisser Weise in die Mittelschicht des Westens integriert. Natürlich hat auch hier die panslawistische Idee in gewisser Weise das eigene Selbstbewusstsein gestärkt, aber eher in Richtung Austroslawismus. Bitte, Herr Ubrecht, da können Sie ja nun nicht davon ausgehen, dass ich damit etwas anfangen kann. Aber natürlich, geschätzte Frau Kästle. Der Austroslawismus ist so gesehen eine Sonderform des Panslawismus. Hier steht, wie der Name schon vermuten lässt, die Rolle der Slawen innerhalb der K&K-Monarchie im Vordergrund. Die Forderung beschränkt sich dementsprechend darauf, den zwei Teilen, also dem Kaiserreich Österreich und dem Königreich Ungarn, noch einen slawischen dritten Teil hinzuzufügen. Also praktisch eine K&K-Monarchie. Ja, so ähnlich. Ganz anders sieht das natürlich in Russland aus. Das ist zuerst einmal zu Beginn des 19. Jahrhunderts der einzige slawische Staat in Europa, wenn man mal von dem kleinen Montenegro oder dem freien Krakau absieht. Außerdem mit 60 Millionen noch der größte in ganz Europa und noch als gestärkte Kontinentalmacht aus den napoleonischen Kriegen hervorgegangen. Wie Sie sich denken können, hatte der Zar keinen Grund, die bestehende Ordnung einmal komplett umzukrempeln. Gerade wenn Sie bedenken, dass sich Russland als Retter Europas vor Napoleon sah und als Bollwerk gegen drohende Revolutionen. Man war, denke ich, zu dieser Zeit ganz froh mit dem Status quo und nicht sonderlich angetan von einer Idee, die ihre Wurzeln in der französischen Revolution und dem deutschen Idealismus hatte. Außerdem pflegte man eine gute Freundschaft nach Österreich-Ungarn. Und ein entfesselter Panslawismus hätte nicht nur dort, sondern auch beispielsweise im von Russland besetzten Polen für Ärger gesorgt. Also, zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Russen beileibe keine Freunde eines großen Erwachens der slawischen Völker. Na und? Wo und wann hat sich dann nun der Panslawismus zugetragen? Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Eigentlich kann erst ab 1848 wirklich von einer politischen Bewegung die Rede sein. Mit dem Beginn der nationalstaatlichen Besinnung in ganz Europa merkten gerade die nicht-russischen Slawen, dass eine gewisse Kooperation untereinander sehr hilfreich sein könnte. Sie müssen sich noch einmal vor Augen führen, dass beispielsweise die Polen auf Russland, Preußen und Österreich-Ungarn aufgeteilt waren. Die Kroaten, Serben, Tschechen, Slowenen und Slowaken unter österreichischer bzw. türkischer Herrschaft standen. Gerade bei den kleinen Völkern wie den Slowaken fand man sich plötzlich als Teil einer idealisierten großslawischen Familie wieder. Aber ich dachte immer, die nationalen Bewegungen um 1848 hätten eher darauf abgezielt, sich durch eigene Sprache und Tradition voneinander abzugrenzen. Also ich meine, seine eigene nationale Identität zu finden. Ja, das stimmt durchaus. Und Sie müssen sich auch überlegen, dass sich die slawischen Völker untereinander nicht gerade alle wohlgesonnen waren. Selbst oder gerade unter direkten Nachbarn gibt es eine lange Tradition des Streits und der Zwietracht. Die katholischen Polen sahen sich als Verteidiger Europas gegen ein byzantinisch-tatarisches Russland und lebten seit Generationen mit diesem in permanenter Feindschaft. Die Tschechen und Slowaken waren zwar auch katholisch, aber auch hussitisch geprägt. Zudem kommen noch sprachliche Differenzen mit den Polen hinzu. Hier konzentrierte man sich auch eher auf seine austroslawischen Ideen. Kroaten und Serben sprechen zwar dieselbe Sprache, sind aber durch ihre unterschiedlichen Besatzungsmächte und Konfessionen stark unterschiedlich geprägt. Mazedonien war das Schlachtfeld, auf dem sich Serben und Bulgaren niedermetzelten. Eine Rolle, die der Ukraine für den Krieg zwischen Polen und Russland zufällt. Außerdem wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem beginnenden nationalen Erwachen auch Erinnerungen an ehemalige Größe der einzelnen slawischen Völker geweckt, was zu neuen Konflikten führte. Hiergegen wirkt ein gemeinsamer Sprachstamm als Verbindniselement nicht sehr beeindruckend, finden Sie nicht? Ja, das stimmt schon. Aber was gibt es denn dann wirklich an, sagen wir einmal, greifbarem Panslawismus in der Geschichte? Nun beispielsweise die Slawenkongresse kann man da nennen. Zwar zeigt sich auch hier wieder eine gewisse Zersplitterung der Bewegung, aber dennoch stand hier das Ziel der slawischen Einigkeit im Mittelpunkt. 1848 gab es gleich drei davon. In Breslau trafen sich vor allem Polen und dann gab es noch jeweils einen in Wien und Prag. Aber Sie erinnern sich, diese waren eher von der austroslawischen Idee geprägt
und demzufolge waren kaum russische Vertreter anwesend. Dieser mündete immerhin in den Prager Pfingstaufstand, was ja schon etwas ist. 1867 gab es dann wiederum noch einen dieser Kongresse in Moskau, übrigens unter der Federführung Dostojewskis. Jedoch, Sie ahnen es bereits, diesmal ohne die Polen. Also hat es der Panslawismus schlussendlich doch bis Russland geschafft? Ja, das kann man so sagen. Aber etwas anders als erwartet. Wir erinnern uns, dass Russland zu Beginn der panslawistischen Idee dieser durchaus misstrauisch gegenüberstand. Zar Nikolaus I. verfolgte noch Anhänger dieser Idee als Rebellen gegen sein Zarentum. Jedoch ändert sich diese Haltung mit der Niederlage im Krimkrieg. Russland macht sich, sagen wir mal, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts dann doch diese Idee zu eigen, um seine Position in Mitteleuropa und auf dem Balkan zu stärken. So wird beispielsweise auf dem erwähnten Slawenkongress von 1867 gefordert, dass Russland eine ähnliche Rolle wie Preußen in Deutschland einnehmen und zumindest die ostslawischen Völker unter seiner Führung vereinen soll. Aber auch die Südslawen haben die Russen nicht vergessen. Als in den 1870ern im Balkan die Aufstände beginnen, unterstützt Russland die, wie sie sagen, slawischen Brüder, also die Serben und Bulgaren, im Kampf gegen das türkische Joch. Warte mal kurz, hier habe ich noch was. Hol mir doch mal bitte aus dem Regal dort die Schallplatte. Ah, nein, die daneben? Ja genau, der Tschaikowski. Da ist auch der slawische Marsch drauf. Auf der zweiten Seite, glaube ich. Ah, beziehungsweise der russisch-serbische Marsch, wie ihn der Komponist genannt hat. Den hat er damals für den serbisch-türkischen Krieg geschrieben, in dem die Russen den Serben beigesprungen sind. Aber mach doch mal lauter, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Auf dem Balkan freut man sich auf der einen Seite über die Hilfe des mächtigen Freundes. Jedoch macht sich auf der anderen Seite auch ein gewisses Unwohlsein breit, da man einen Panrussismus fürchtet. Noch so ein Panismus. Bitte noch mal kurz zum Verständnis. Entschuldigen Sie bitte. Ich verspreche Ihnen, es ist jetzt auch wirklich der letzte. Der Panrussismus bezeichnet nochmal eine gewisse eher nationalistische Sonderform des Panslawismus. Hier steht Russland mächtig an der Spitze aller slawischen Völker. Ah ja, verstehe. Aber was hat man eigentlich im restlichen Europa von solchen Großmachtfantasien gehalten? Na, da war man ganz schön beunruhigt. Da fällt mir ein, da habe ich doch gerade erst was zu gelesen. Reichen Sie mir doch mal bitte von da oben aus den Marx- und Engelswerken den vierten Band. Ah ja. Wollen mal sehen. Ja, hier. Nun hören Sie mal an, was selbst der Engels schon 1855 über die Gefahr aus dem Osten schreibt. Panslawismus ist eine Bewegung, nicht nur für nationale Unabhängigkeit. Er ist eine Bewegung, die ungeschehen zu machen strebt, was eine Geschichte von 1000 Jahren geschaffen hat. Die sich nicht verwirklichen kann, ohne die Türkei, Ungarn und die Hälfte Deutschlands von der Karte Europas wegzufegen. Die, sollte sie dieses Resultat erreichen, seine Dauer nicht sichern kann, außer durch die Unterjochung Europas. Panslawismus hat sich jetzt umgewandelt aus einem Glaubensbekenntnis in ein politisches Programm, mit 800.000 Bajonetten zu seiner Verfügung. Er lässt Europa nur eine Alternative, Unterjochung durch die Sklaven oder Zerstörung für immer des Zentrums ihrer Offensivkraft, Russlands. Na, da haben die ja ganz schön mit den Ohren geschlackert. Ja, kein Wunder. Jetzt hören Sie sich mal an, was sich ein gewisser Nikolai Danilewski ausgedacht hat. Der hatte nämlich schon einen schönen Plan für eine sogenannte slawische Union ausgearbeitet. Bis ins Detail hat er da schon die neuen Grenzen gezogen und Sie werden staunen, was da alles dabei war. Zuerst einmal das Russische Reich, einschließlich Polens, ganz Galiziens und weite Teile Ungarns, Österreich, Transsilvaniens, Mazedoniens, Griechenlands und Rumäniens. Dann noch Böhmen, Mähren, die Slowakei, das Königreich Serbien, Kroatien, Slowenien, Montenegro, Bosnien, Teile Albaniens. Und weil er schon mal dabei war, gleich noch Kreta, Rhodos, Zypern. Und zu guter Letzt Konstantinopel und Umgebung als neue Hauptstadt. Mensch, da hat er sich aber ganz ordentlich bedient am europäischen Kuchen. Geografisch sicherlich,
Aber nicht nur das. Er hatte auch gleich eine Staatsphilosophie parat. Seine neue slawische Zivilisation bedient sich frei aus ihren, wie er sie nennt, vier Vorgängerinnen. Die Religion aus Israel, die Kultur aus Griechenland, die politische Ordnung aus Rom und der sozioökonomische Fortschritt aus dem modernen Europa. Diese Errungenschaften sollten dann mit dem typischen slawischen Sinn für soziale und ökonomische Gerechtigkeit ergänzt werden. Wie sagte er so schön? Diese vier Ströme werden sich auf den Ebenen des Slawentums zu einem mächtigen Strom vereinigen. Na, das ist ja dann wohl eher nichts geworden. Das stimmt. Aber das kann auch daran liegen, dass der Panslawismus gerade in Russland Zeit seines Lebens eher eine Idee einer kleinen, gebildeten Oberschicht geblieben ist und sich nie zur breiten Massenbewegung aufschwingen konnte. Tja, schade. Tja, wie man es nimmt. Stimmt auch wieder. Wie dem auch sei. So ganz verschwunden ist die Idee aber auch im 20. Jahrhundert nicht. Zunächst war im revolutionären Russland der Panslawismus noch als reaktionärer großrussischer Imperialismus beschrieben. Wobei sich das unter Stalin auch wieder ändert. Denken Sie doch mal daran, wie man in Russland mit einem vereinten Slawentum dem deutschen Drang nach Osten entgegentrat. Ein Gedanke, der sich bis in die Sowjetunion zieht. Zum Beispiel als Russland vereint mit dem Erbfeind Polen gegen den Faschismus geht. Und überhaupt ist die Sowjetunion ja mehr oder weniger, zumindest geografisch, eine Union der Ost- und Westslawen. Nun brach zwar durch den Bruch zwischen Tito und Stalin Jugoslawien ab, aber im Prinzip ist das ja auch nur ein panslawistisches Gebilde aller Südslawen. Ja, das stimmt. Aber das hat ja nun auch alles nicht so richtig geklappt. Oder gerade doch, je nachdem. Ja, was ist denn heute noch übrig vom Panslawismus? Tja, zum Beispiel haben noch praktisch alle slawischen Staaten in ihrer Flagge die slawischen Farben, die sie sich auf dem Slawenkongress von 1848 gegeben haben. Na, wenn es nach ihnen geht, haben ja sowieso bald alle nur noch eine Flagge. Und die wäre bitteschön? Na, die blaue mit dem Sternenkranz. Geht das schon wieder los? Ich sagte Ihnen ja, dass die Europäische Union für mich lediglich das bisher vielversprechendste Staatenbündnis ist, das Europa bisher gesehen hat. Ja, und wenn es so weitergeht, wird es auch der letzte sein. Was soll denn das schon wieder heißen? Na, Sie sehen doch selbst, worauf das alles hinausläuft. Das wird doch wieder ein einziges Chaos mit dieser Währungskrise. So haben schon manche Krieger angefangen. Jetzt wollen wir aber mal die Kirche im Dorf, das Spiel vergessen.